Guten Tag bei einem neuen Blick ins Labor. Heute widmen wir uns dem zweiten Teil des Batterieersatzes des URVD oder NRVD Levelpegel-Messgerätes. Im ersten Teil haben wir die Vorbereitung bereits gesehen und auch aufgezeigt, welches Zubehör wir benötigen und wie wir vorgehen möchten. In der Zwischenzeit habe ich hier die Batterie erhalten. Wie bereits angekündigt, ist eine Saft-LS-Batterie, ist eine 1/2 AA und nicht mit 3 Volt, wie viele Lithium-Batterien eben sind, sondern mit 3,6 Volt nominal. Hier sieht man das, glaube ich, aber hier Nominalspannung. Das werden wir kurz überprüfen, bevor wir die einsetzen. Nicht, dass wir da noch ein faules Exemplar einsetzen, das wäre ja schade. Ich habe nun die Batterie mit 2 Clips angeschlossen und schauen mal, ob wir da wirklich etwa schlaue 3,6 Volt haben. Natürlich haben wir schlaue 6,3 Volt. Hier ganz genau. Also das ist okay. Jawohl, so haben wir es genau im Bild. 3,66 Volt. Also diese Batterie ist okay. Die hat die nötige Spannung, die wir benötigen, um eine stabile Versorgung für unsere Daten im NRVD zu haben. Ja, in einem ersten Schritt müssen wir das Gerät öffnen. Das ist relativ einfach. Es hat hier eine, zwei, drei, vier Schrauben, die wir lösen müssen. Und dann können wir diese Füße entfernen. Das werden wir machen. Relativ einfach. Einfach hier die Schrauben lösen. So. Und wenn die Schrauben gelöst sind, kann man diese Füße so weglegen. Das ist eigentlich kein Problem. Ich kürze da jeweils ein bisschen ab, damit Sie da nicht zuschauen müssen, wie ich da Schrauben löse. Diese beiden Füße sind nun weg. So, ich habe meinen Lötkolben auf Vordermann gebracht. Man sieht vielleicht, das ist noch wichtig, hier bin ich am Aufwärmen. Ich habe vorsichtshalber nachgefüllt, damit ja nichts passiert. Jetzt wird hier geheizt und dann werde ich mal die Spitze verzinnen, damit die schön sauber ist. Also, erster Schritt, Clip entfernen. Einfach. Und dann herausziehen, richtig. Ah, scheint noch gut zu halten. Wahrscheinlich muss man zuerst die Batterie wegnehmen. Also ich klipse noch ein bisschen ab. So, damit man dann Platz hat. Scheinbar ist der Clip unter der Batterie eingeklemmt. Das ist der erste Schritt. Und jetzt auf alle Fälle Gerät einschalten. Als erstes sollte man die Ersatzbatterie ein bisschen vorbereiten. Die Kabel, die axialen Anschlusskabel, die müssen ein bisschen vorgeformt werden, damit dann die Batterie richtig, wenn sie eingelegt wird, auch richtig steht. Man kann das abschauen bei der aktuellen Batterie, die ist auch so geformt. So beidseitig so einen Knick machen, aber das hier und hier beidseitig so einen Knick. Dann müsste man noch die Länge anpassen, das werde ich auch noch tun. Und schauen Sie 10-mal, ob wirklich Plus und Minus auf der rechten Seite ist. Hier ist ein bisschen verwirrend, also dieser weiße Streifen, das ist eben nicht Minus und auch nicht Plus. Also schauen Sie es genau an, wo Plus und Minus ist. Das wäre verheerend, wenn Sie das dann falsch einlöten. Also ich habe da mindestens 5-6 Mal hingeschaut und wirklich geprüft und nochmal geschaut, damit ich da die nicht verkehrt einlöte. Das wäre so die Vorbereitung. Hier sieht man es eigentlich noch ein bisschen besser, wie man diese Batterie vorbereiten sollte für den Einbau. Der nächste Schritt ist, die Länge abzugleichen. Ich hoffe, man sieht das.
man sieht hier, wie lang die Dinge sind, die Anschluss, die axialen Anschlusslötleitungen hier. Also die sind relativ kurz. Also man kann hier jetzt in etwa halbieren, dann sind wir richtig. Und auch hier in etwa halbieren. Dann sind wir dann okay. Das mache ich jetzt. So, ich habe jetzt die axialen Anschlüsse entsprechend angepasst, gekürzt. Unbedingt beachten nochmals, ich sage es vielleicht zum x-ten Mal, Plus ist auf dieser Seite. Hier ist Plus, es ist auch angeschrieben auf dem PC-Board. Plus hier, Minus hier. Und dann auf der Batterie, ich weiß nicht, vielleicht sieht man das hier, Plus, hier Minus. Und so muss sie eingelötet werden. Also jetzt zur Erinnerung, das Grüne hier muss bei meinem Exemplar jetzt auf der rechten Seite sein. Das zum Einbau. Ich mache noch eine kleine Vorsichtsmaßnahme. Es ist ja hier sehr nahe an dem Gehäuse, an der Abschirmung. Und ich möchte nicht, dass dort irgendwelche Berührungen stattfinden oder Kurzschlüsse. Deshalb habe ich da ein kleines Karton dazwischen gelegt, als reine Vorsichtsmaßnahme, damit ich da mit dem Lötkolben dann nicht irgendwie beides berühre und einen Kurzschluss mache. Das wäre schade, obwohl das ja die Minusseite ist. Aber trotzdem, Vorsicht ist besser, als dann den Schaden zu haben. Okay, natürlich übrigens, dieses Teil gehört natürlich nicht hierhin. Das ist Quatsch, was ich da erzählt habe. Das ist hier eingesetzt. Das werden wir am Schluss wieder einsetzen. So, der Lötkolben ist angewärmt und jetzt kommt die Operation hier am offenen Herzen. Das Problem ist vielleicht noch ein bisschen, wie soll ich diese Batterie herausheben? Und ich habe jetzt hier eine Zange. Ich glaube, das ist nicht das richtige Instrument. Ich werde das wechseln. Okay, ich habe mir inzwischen eine antimagnetische Pinzette geholt. Das sollte besser geeignet sein. Und jetzt heben wir das Ding mal raus. So, die Batterie ist weg. Was man jetzt noch machen kann, ist, man sieht übrigens deutlich hier, ich bin froh, dass ich das Karton eingelötet habe, war eine gute Idee. Jetzt werden wir noch diesen Clip hier entfernen. Genau, und einen neuen einfädeln. Ja, es braucht ein bisschen Geduld, bis man dieses Ding eingefädelt hat, aber es geht. Und jetzt die neue Batterie einlöten. Nochmal bitte, nochmal überprüfen, plus, minus, wirklich entscheidend. Und jetzt werde ich da diese beiden Drähte einigermaßen schön parallel stellen, damit ich da keine Überraschung erlebe. Genau so. Und jetzt könnte man das einlöten. Machen tue ich das, indem ich zuerst Minus anlöte. Halten hier und löte mal Minus an. Ja, und jetzt sehe ich, dass das ein bisschen zu lange ist. Kein Problem. Wird abgeknipst hier. Genau, noch einmal anpassen. Ja, jetzt passt es. Geht auch noch ein bisschen auf der Plusseite, noch ganz wenig zu lange. Auch das werden wir noch anpassen. So. Jawohl, jetzt stimmt es, jetzt passt es. Arbeit. Minus ist angelötet. Plus anlöten.
Hoppla. Wunderbar. So, das war's schon. Jetzt haben wir die neue Batterie eingelötet. Den Clips wieder verbinden. Machen wir so. Genau. So. Entschuldigung, dauert ein bisschen. Jetzt ist es gegangen. Ja? Das Clips wieder an, Clipsen da. Okay. Dann mein Karton wieder entfernen. Ich glaube, das war eine gar nicht so eine schlechte Idee, dieses Karton noch mitzunehmen. So, das wäre es eigentlich schon. Und jetzt machen wir dann den Check, schalten das Gerät aus und wieder ein und hoffen, es sei alles okay. So, jetzt kommt der große Moment. Ich schalte das Gerät aus und wieder ein und hoffentlich funktioniert alles. Ausgeschaltet, eingeschaltet, UVD. Jetzt hoffe ich, das funktioniert alles. No options. Internal check. Kanal. Read Sensor. Es hat keinen natürlich. Altesbar. Super. Somit wäre die Batterie ersetzt. Ich habe jetzt wieder eine Batterie, die für die nächsten 10 Jahre hält. Bin dankbar und bin glücklich, dass alles funktioniert hat. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor. Noch ein abschließender Test. Das Gerät ist wieder an seinem alten Standort. Ich habe einen Sensor reingesteckt. Mal schauen, ob das funktioniert. Wenigstens kommt keine Fehlermeldung, gerade zum Anfang. No option, jetzt will ich check, macht alle Checks intern. Kanal A, B, Read Sensor macht er auch noch. All Tests passt, super. Jetzt schalte ich noch den Testgenerator hier rein. Jawohl, mal schauen, ob das auch noch funktioniert. Perfekt. Alles okay. Besten Dank für diesen Blick ins Labor und ich hoffe, dem einen oder anderen hat es vielleicht geholfen, wie man so eine Batterie wechselt.